Und da sind wir wieder. Das Spiel hat mich jetzt ein bisschen zurückversetzt. Ich habe alles nochmal genau so beantwortet, wie ich es davor getan habe. Und wir werden jetzt gezwungen, Schokominze zu nehmen. Obwohl ich mag eigentlich auch Schokominze, aber hier mag ich halt Pferdefleisch. Aber wir kommen nicht drum rum, Minze zu nehmen. Töten und getöten werden lauten die Regeln auf dieser Insel selbst für gesichtslose Stimmen. Okay, das kennen wir schon. Wir müssen jetzt wohl Schokominze nehmen, also tun wir das auch. Meine Lieblingssorte ist Schokominze. So fügsam. Ich denke, wir werden miteinander klarkommen. Wie auch immer, die Gruppe weiß nun schon einiges über dich. Vielleicht solltest du sie auch mal kennenlernen. Oh ja, zwei davon, beziehungsweise eine ist mir direkt ins Gesicht gesprungen. So eine wunderschönen Augen. Oh. Ich bin der Fallensteller. Ich habe hier so ziemlich alles im Griff. Ich bin die klügste, reichste und stärkste Person auf der ganzen Insel. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, Digga. Nee. Ich mag keine Verlierer. Wenn du wissen willst, was ein Verlierer ist, schau dir den Geist an. Hallo? Ich bin der Geist, nicht? Ich bin nicht wie alle anderen. Ich mag nette Leute und verabscheue große, dumme Idioten. Hey, oh, was geht? Ich bin das Gespenst. Ich mag die meisten Dinge gar nicht. Aber ich hasse die meisten Dinge auch nicht wirklich. Das ist meine Zeit nicht wert. Die Dinge, die ich hasse, hasse ich allerdings wirklich. Verstehst du? Meine Beobachtung zufolge besteht das Leben aus nichts als Leid. Und die Gesellschaft ist eine sorgfältig konstruierte Lüge, damit alle den Machthabern gefügig bleiben. Es ist besser, einfach auszusteigen. Meine Güte, sie klingt so hasserfüllt, als hätte die Gesellschaft sie ermordet. Oh, Moment, warte. Mir fällt gerade ein, die Geschichte vom Gespenst wieder ein. So ziemlich genau das ist passiert. Hey, ich bin die Jägerin. Lass dich von diesen Pennern nicht runterziehen. Auf dieser Insel gibt es jede Menge Spaß und reichlich Liebe. Ja, genau. Wenn du weißt, was ich meine. Werde mal erwachsen. Besorg dir mal einen Körper. Ich habe es schon tausendmal erklärt. Oh, ich bin tot, aber ich bin kein wirkliches Gespenst. Ich habe einen Körper. Ich bin von Nebel umgeben. Aber ich bestehe nicht aus Nebel, du Dummbolzen. Wie auch immer, Luftikus. Das ist nicht nett. Er ist nicht nett. Das gefällt dir doch. Nur gelegentlich. Ich geht echt jetzt? Wie ekelhaft. Deshalb gefällt es ihr. Naja, ich hasse es auch. Hörst du einfach auf zu reden? Zum ersten Mal stimme ich mit dem Geist überein. Lass uns weitermachen. Sonst geht das den ganzen Tag so. Ich kenne diese Crew. Sie tut nichts lieber als große Töne spucken. Gnödel. Große Töne spucken. Wenn wir mit dem Spielen fertig sind, lass uns etwas anderes machen. Wow, ausnahmsweise stimme ich dem Fleischklops. Klops. Den Fleischkopf mal zu. Ich schlage vor, dass wir zu meiner Yacht gehen. Das ist das riesige Boot, das in der Nähe angedockt ist. Ich werde euch allen zeigen, wie wahrer Luxus und Macht aussieht. Der Geist rollt mit seinen Augen. Beacht ihn nicht. Er hasst Spaß und er hasst Glück. Nein, ich hasse das endlose, verzweifelte, seelenzerfetzende Streben nach Reichtum und die Art und Weise, wie er unnötig zur Schau gestellt wird und die Grausamkeit, die er hervorbringt. Verstehst du das etwa nicht? Wollen wir nicht lieber im Pool abhängen? Ich finde das Wasser beruhigend und schön. Hey, was ist mit unserem Volleyballspiel? Wir können in der Gruppe trainieren und Spaß haben. Ist das euer Ernst? Hier gibt es eine tolle Lounge, in der wir uns entspannen können. Ich bin müde. Außerdem hasse ich es, mich in der Sonne aufzuhalten. Und ich frage mich gerade, warum ich beim Vorlesen meine Nippel streichel. Aber okay.
Wo möchtest du hingehen? Oha! Also was haben wir hier? Das ist die Strandbar. Hm? Das ist der Strand an sich, Volleyball oder mit Outlook auf See. Also ich muss sagen, ich hätte schon Bock auf einen Drink, ne? Stehen die vier Sachen jetzt für, das ist für die Jägerin, das für den Geist, Gespenst und Fallenstern? Oder ist das unabhängig? Also ich wäre jetzt schon für einen Drink zu haben. Ich hätte Lust, in der Lounge zu entspannen. Die Füße hochlegen, oh, auf den Ozean blicken, oh, und einfach mal die Seele baumeln lassen. Was will man mehr? Trocken, bequem, ein kühler Drink an einem heißen Tag. Oh, besser wird's nicht. Ich meine, was für ein Vollpfosten. Was für ein maskentragender Psychopath würde angesichts der Chance, sich dem ewigen Hamsterrad zu entziehen, lieber irgendetwas unternehmen. Bin ich denn die Einzige, die das hier kapiert? Es ist an der Zeit, nicht mehr nach deren Regeln zu leben. Ich mache nicht länger mit, nein. Oh, du machst mir ein bisschen Angst drin. Tja, vielleicht sollten wir ihr eine Sekunde Zeit geben, sich zu beruhigen. Sehr gern. Also Rin ist jetzt auch mein Favorit, muss ich sagen. Weil sie mich schon so sehr, sehr erotisierend anspricht auch. Ja. Warte. Nur einen kleinen Moment. Das sind Dwight und Claudette, unsere Koordinatoren für Aktivitäten. Zudem sind sie Köche, Kellner, Barkeeper, Hausmeister und was es sonst noch an solchen Berufsbezeichnungen gibt. Sie sind die einzigen Bediensteten, die noch auf der Insel sind. Auf dieser Insel, die wir Mörderinsel nennen. Dramatische Musik bitte. Ansonsten hat niemand überlebt. Das Vorstellungsgespräch überlebt, meine ich. Und darum werden wir sie nachfolgend als Überlebende bezeichnen. Die beiden arbeiten schon lange hier. Sehr lange. Ich weiß gar nicht, wie lange genau. Sorry. Ich sollte Dwight und Claudette ihre Arbeit machen lassen. Sie sehen zufrieden aus, aber sie haben eine nervöse Energie, die mir langsam unheimlich wird. Wir werden die Gruppe nun zum Ort deiner Wahl bringen. In Zukunft empfehlen wir allerdings, möglichst darauf zu warten, dass wir dir eine Option präsentieren, anstatt einfach unbeaufsichtigt zu verschiedenen Aktivitäten loszurennen. Verstehst du das? Wir haben hier nicht viel Autonomie. Also erlaube uns wenigstens, unsere Arbeit zu machen, ja? Vielleicht könntest du uns helfen, von dieser Insel Dwight! Ja, Verzeihung, bitte folg uns. Hey, Erzähler. Ja, kann ich dir bei irgendetwas helfen? Diese beiden, Claudette und Dwight, haben sie gerade angedeutet, dass sie fliehen wollen? Ist Flucht eine Option? Sollte ich versuchen zu fliehen? Flucht? Die beiden? Oh nein, nein, nein. Da liegst du sicher falsch. Es schien, als würde Dwight um Hilfe bitten, von dieser Insel runterzukommen. Ach, das meinst du? Ja, stimmt. Aber er meinte nur, dass er auf die andere Ferieninsel will. Ein paar Kilometer südlich von hier. Da gibt es viel schickere Unterkünfte als auf dieser Insel. Es ist eine dieser exklusiven Inseln, wo alle möglichen Promis abhängen. Ungemein luxuriös. Allerdings hat sie nicht den Charme, den diese Insel hat. Glaub mir, du würdest dich dort nicht wohlfühlen. Mit all dem Geld kommen eine Menge Einschränkungen. Du gehörst hierhin. Und jetzt ab mit dir. Es ist Zeit für eine Aktivität. Auf dieser Insel zählen deine Entscheidungen meistens. Wenn ich mit ihnen einverstanden bin, im Gegensatz zu der anderen Insel. Moment mal, was heißt, wenn du einverstanden bist? Das ist doch keine Entscheidung mehr. Also, was darf es sein? So, also ich würde jetzt gerne zur Lounge gehen, denn ich habe irgendwie Mundwüste, ich habe Durst. Endlich sind wir von der absurden Vorstellung befreit, dass wir vier ein spannendes Volleyballspiel 2 gegen 2 auf die Reihe kriegen würden. Oh,
Das Gespenst schaut unter ihrem riesigen Sonnenhut hervor und flüstert dir verschwörerisch zu. Ich weiß nicht, wessen Idee Volleyball überhaupt war, aber ich hasse es. Ich habe versucht, einen verstauchten Knöchel vorzutäuschen, aber da ich technisch gesehen über dem Boden schwebe, hat mir niemand abgenommen, dass ich überhaupt Druck auf meine Gelenke ausübe. Dann habe ich versucht, alle durch völliges Desinteresse zu ärgern. Als das nicht wirkte, habe ich es mit Jammern versucht, aber das funktionierte ebenfalls nicht. Also habe ich gedroht, jede einzelne Person auf dieser Insel zu töten. Aber wie sich zeigt, bin ich nicht die Erste, die auf dieser Insel mit solchen Drohungen um sich wirft. Also Rin, ich muss sagen, du siehst richtig lecker aus. Ja, besonders so im Hintergrund. Du passt sehr gut in die Landschaft. Und du hast sehr große und schöne Augen. Ja. Also danke ich dir, dass du die Sache beendet hast. Oh Mann, das macht mich schon so ein bisschen an, ne? Drohen wir uns wieder gegenseitig mit Mord? Nun ist es Dwight, der einen verschwörerischen Ton anschlägt. Seine Augen verdrehen sich, während er laut flüstert. Bitte mach schnell! Das wirst du sagen, wenn wir hinter der Bar stehen und dir den Drink deiner Träume zubereiten? Urkomisch, nicht wahr? Nicht wahr, Dwight? Ja, genau. Also, was nimmst du denn? So, was trinke ich denn mit der lieben Rin? Virgin Daiquiri klingt gut. Scotch auf Eis, Sangria, Wodka, Soda. Naja. Also, Sangria, nee, das ist zu billig, ne? Wodka, Soda, weiß ich nicht. Scotch auf Eis. Wir nehmen einfach beide ein Virgin Daiquiri. Ich bin nicht zum Feiern hergekommen. Ich versuche nur, das Beste aus einer, naja, ziemlich schrägen Situation zu machen. Keine Ahnung. Wie wäre es mit einem Virgin Daiquiri? Ich weiß, wie man die mixt. Aber lass den Schnaps weg. Ich trinke ihn Was? Alkoholfrei? Der Fallsteller kichert angesichts seiner Aussage. Das war zu erwarten. Beachte ihn nicht. Wir müssen uns nicht mit Alkohol volllaufen lassen, nur um die Erwartungen anderer zu erfüllen. So etwas nimmt schnell überhand, weißt du? Alkohol betäubt und verbirgt die schmerzhaften Realitäten der Welt. Ich hingegen entscheide mich ihm direkt zu stellen. Du stellst dich gerade der Realität, indem du mich anschaust. Klar, du würdest dich ja auch nie hinter dem größten Hut der Welt verbergen oder so. Bitte nimm es mir nicht übel, die Modetipps eines Mannes zu ignorieren, der ein Puppengesicht als Maske trägt. Es ist kein Puppengesicht, Arschloch. Nun, da wir deine Wünsche erfüllt haben, ist es an der Zeit, dass du dich revanchierst. Ich hätte wissen müssen, dass es einen Haken gibt. Einen Haken, versteht ihr? Einen Haken. Zeit für ein Eisbrecherspiel. Ich schwöre, wenn ich gewusst hätte, dass hier so ein aufgesetzter Gemeinschaftsmist abgezogen wird, wäre ich lieber zum tiefsten Punkt des Ozeans gewandert, als einen Fuß in diese Bar zu setzen. Hä? Meinst du nicht, dass es Spaß machen könnte? Wenigstens ein bisschen... Oder nee, ich hasse es. Ist doch scheiße, nicht? Andererseits, vielleicht ist es auch okay. Oder was immer ihr sagt. Hat jemand meinen Hut gesehen? Ich habe ihn noch nie. Hä? Ich habe ihn noch nie einen Hut tragen sehen. Wenn wir schon Smalltalk machen müssen, dann suche ich mir mal lieber selbst ein Thema aus, anstatt ein beknacktes Improvisationsspiel zu absolvieren. Dass Nerds bei unsportlichen Aktivitäten nach der Schule betreiben, an denen ich definitiv nie teilgenommen habe, weil ich kein Nerd bin. Ich finde, du Prostitu...
Da protestiert jemand ein wenig zu verhemmend. Oh, feier. Sorry. Ich sitze hier an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag mit warmem Sand unter dem kühlen Nebel unter meinen abgetrennten Füßen. Und das Thema, das ich wähle, sind Bücher, Romane, Comics, Balletristik oder Sachbücher. Lesen ist die einzige wirkliche Flucht vor dem unausweichlichen Schrecken des Lebens. Die Flucht in den eigenen Kopf. Wir haben auch gerade irgendwie eine Errungenschaft bekommen. Ein Stöhnen geht durch die Menge. Dieser Reaktion nachzuurteilen, gibt es hier nicht viele Leser. Als es ums Trinken ging, war mehr Begeisterung zu spüren. Angesichts der Situation, in der wir uns befinden, würde ich gerne eine Frage stellen. Claudius Maximus, welches Buch würdest du auf eine einsame Insel wie diese mitnehmen? Oh. Oh, und es sollte sich um klassischen Horror handeln. Die Gründe dafür liegen wohl auf der Hand. Sie meint, weil das hier eine Insel der Horrorgestalten ist. Und außerdem sind diese Bücher gemeinfrei. Nicht zu modernes. Oh, die Menschheit ist in den letzten 100 Jahren verweichlicht. Also, was ist dein Lieblingsbuch? Oha, okay. Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Bücher, nein, danke. Also, davon ist keins persönlich mein Favorit. Aber, um mich irgendwie anzuschließen, würde ich fast meinen, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, das sind so diese Person mit dem Zwiespalt, ne? Der irgendwas trinkt und dann wird er böse und dann wieder gut und so. Ich nehme einfach Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte auch oft das Gefühl, als würde eine andere Person in mir stecken. Also nicht wörtlich jetzt, ne? Dr. Jekyll und Mr. Hyde klingt unterhaltsam. Ich liebe gute Geschichten über Freundschaft. Aber ich kann nicht lesen. Hä? Okay. Nicht, weil ich dumm bin oder so, sondern weil ich nie lesen gelernt habe. Ich musste stattdessen lernen, aus eigener Kraft zu überleben. Aus dem gleichen Grund hatte ich nie eine beste Freundin. Abgesehen von einem Stein mit einem Gesicht, das ich mit getrocknetem Blut darauf gemalt hatte. Das klingt eigentlich sehr erotisch. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder, Felser. Felser? Die Jägerin blickt zum Horizont. Und es herrscht einen Moment lang betretene Stille in der Gruppe. Kannst du mir die Geschichte mal erzählen? Ich kann nicht selbst lesen, aber ich liebe es, wenn mir vorgelesen wird. Besonders, wenn jemand die Stimme gut nachahmt. Es ist eigentlich keine Geschichte über Freundschaft, aber egal. Ich kann sie dir gern mal erzählen. Es ist eine ziemlich spannende Geschichte.